Guten Morgen, guten Morgen. Ich wollte vor einer halben Stunde schon anfangen, aber es ist eine Glasflasche hingefallen. Dann war dies, dann das, dann war jenes. Ja, jetzt sind wir hier am Schuppen. Ich wollte nämlich am Dachboden Lampen anbringen, so wie hier auch. Smurfy, hör auf bitte. Smurfy. Habe ich gestern schon was Provisorisches gemacht, das gefällt mir aber nicht, weil das Kabel ein bisschen kurz war. Und so hole ich mir jetzt meine 50 Meter Kabel aus der Türkei. Da sind sie. Und mach's gescheit. Nochmal. Genau. Dann ist die 50 Meter aus der Türkei, ich weiß es nicht. Egal, jedenfalls nehme ich die jetzt mit. Aber ich genug Pudding. Habe ich hier vielleicht meine Gameboy? Bin ich so verzweifelt, seit bestimmt über einem Jahr meine ollen Gameboy-Spiele. Ich habe da bestimmt 30, 40 Stück schon gehabt. Aber irgendwie finde ich die nicht mehr wieder. Vielleicht sind die in der Kabelkiste hier drin. Wer weiß es schon. Der Papa hat den Kühlschrank repariert, weil er war zu kaputt. Dann gibt es bestimmt immer. Das Pappe noch über. Manometer. Ziegenfutter. Ach man, nicht so viel Gerümpel. Gerümpel und Gepümpel. Habt ihr das auch so im Keller? Manche ja, manche nein. Ich kenne ja schon die Antwort. Ja, macht immer ein bisschen mehr Chaos als andere. Aber gut. Ist halt so. Was ist hier drin jetzt? So. Anglotzen. Receiver noch drin, meine Güte. So eine Kiste hat glaube ich auch jeder in seinen Tiefen. Blutbirne, Antenne, meine Güte. Netzteile, Netzteile, Netzteile. Wieder mit dem Scheiß. Dann gehen wir spielen. Naja. Jetzt wie es ist. Naja, was soll's. Ene Mene Peter. Nehmen wir noch einen Sicherungskasten mit. Nehmen wir alles einfach mit. Dann gucken wir mal, was wir oben angeschlossen kriegen. Was haben wir hier für ein Kabel? Oh, 2A, sehr schön. Ja, nehmen wir mal mit. Ab vom Dachboden. Umi, du gehst hier raus. Ist nicht dein Revier hier. Und dann gucken wir mal, wie das laviert. Ich zeige euch das. Ich muss hochkommen, ein Stück. Ich kann mich nicht da runterhängen. Ich kann die Augen runter. Pass auf, ich tropfe. Oh. Schon weg. Oh, die Körper sind alt. So, ich habe euch unten vergessen. Ich habe jetzt schon zwei Lampen angebracht, aber noch keinen Strom drauf natürlich. Und ja, ich zeige euch das gleich mal. Ich verbinde gerade hier die nächste Lampe, haben wir in der Türkei geholt für wirklich Centbeträge, unglaublich. So, das haben wir hier schon. Meine Güte, ist so heiß hier oben. Da ist schon einer dran, da ist der Verteilerkasten. Das Kabel habe ich am Rand lang gezogen. Da hinten ist schon eine Birne. Hier ist unsere alte. Muss immer ziehen, dann leuchtet die ein bisschen. Aber das Licht ist eher so, ne, Mütze, Glatze, so eher semi-geil. Jetzt nehme ich mir zwei nochmal einen Haken mit hier. Das sind hier so Kabel zum Festkloppen mit Nagel. Und dann gehe ich mal rüber. Ich bin so froh, dass ich dieses Kabel mitgenommen habe. Aus der Türkei, 50 Meter. Hätte ich wieder losjuxeln müssen. Da habe ich auch nur die Hälfte bezahlt. So, es wird dunkel, weil das Licht hier einfällt. Dann würde ich mir einfach wieder reinmelden, wenn alles fertig ist. Und dann zeige ich euch, wie schön das geworden ist. Angeschlossen haben wir alles. Acht mir nicht verlegt. Oh, da hinten ist das Licht. Schön. Nie wieder Dunkelheit. Das habe ich jetzt an der Lampe hier oben gekoppelt. Das heißt, wenn ich unten bin,
freue ich mich. Ach, jetzt ist die Hose ganz gerissen. Niemals fragen. Licht oben aus oder nicht? Mama, kannst du das noch nähen? Das Licht ist eu oben und Mittagessen. Mit Reste, Bolognese gehabt, die wir aufgetaut haben. Und ich hatte vor 2-3 Wochen im Aldi Österreich, also im Hofer, so eine Packung Faschiertes geholt, wie so gehacktes in vegan. Und das habe ich jetzt noch ein bisschen gewürzt mit Zwiebeln, Knoblauch, Senf. Ja, was man halt so macht in Frikadellen, ne? Wisst ihr ja selber. Petersilie habe ich diesmal mit reingemacht, Salz, Pfeffer, Paprikapulver. Ich habe das jetzt so Frikadellen ähnlichen Gebilden geformt. Und ja, die brate ich jetzt ein bisschen an auf mittlere, also hoch, so 3/4. Also 1 bis 9 ist unsere Anzeige hier und ich habe jetzt auf 7. Genau. Ich habe gleich die Spaghetti noch rein. Es riecht auf jeden Fall schon lecker. Wir machen das Nudelwasser. Hier mit zwei verschiedene. Wollen wir das? Wollen wir nicht. Wir machen eine Sorte. Ist ja alles mit Recht und Ordnung jetzt zugehen, ne? Genau. Und dann müssen wir auch schon wieder neue Nudeln kaufen. Weil irgendwann mache ich eine neue Kamera. Und ihr einen neuen. Weiß ich nicht. Fällt euch die Brille runter vom Geschuckel. Entschuldigt bitte. Ja. Meine neuen Nudeln und die aus der Türkei haben wir schon fast alle aufgebraucht. Bitte? Wollt ihr schon mal Tisch decken? Ja. Ja, und jetzt essen wir schon um kurz nach 10 Mittagessen. Nachher gibt es dann Brote, weil es wird wieder heiß heute. Und naja, aber Uhrzeiten, so klassische Uhrzeiten mit Essen haben wir uns eh nicht angehalten. Daher hauen wir jetzt gleich rein. So, ihr habt nicht viel verpasst. Heute ist auch nicht so viel passiert. Ich habe eigentlich einen halben Tag damit verbracht, meine Gameboy-Spiele zu sagen. Ich finde meine verdammten Gameboy-Spiele nicht wieder. Ich werde bekloppt. Schon öfter habe ich jetzt danach gesucht. Heute mal intensiv, weil es ist so heiß draußen. Ach, ich hatte mal ein Schnütchen. Du bist nur am Kläffen heute, du alter Bello. Ja, jedenfalls, ich suche die. Ich bin mir 1000%ig sicher, dass ich die irgendwo habe. Ich habe die definitiv mitgenommen, aber irgendwie sind die verschollen. Ich hatte die schon an meiner Hand hier ganz am Anfang unseres Umzuges. Ja, zieh dir mal was an, mein Schatz. Und ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich werde bekloppt. Falls ihr alte Gameboy-Spiele habt, schreibt mich an. Ich kaufe sie euch ab. Den Gameboy habe ich. Den weiß ich, wo der ist. Nur die Spiele finde ich nicht. Nur haben wir schon 30 Stück noch. So richtig schöne Kultspiele. Irgendwann mal, wenn ich nicht mehr dran denke, werden die mir wahrscheinlich in die Füße fallen. Genau. Keine Ahnung. Ätzend ist das. Naja, ist ja immer so. Machen wir zum, ne? Dann finden sie es nicht. Und andersrum. Hadebumm. So. Livia? Ja? Wenn da Sand dran ist, bitte nicht mit in die Dusche nehmen. Ja, das lässt du bitte hier. Das tu mal zurück. Den Rest kannst du mitnehmen. Ja, ich mach's sauber dann. Weil wenn wir Sandsachen mit in die Dusche nehmen, wisst ihr selber, da konnte ich letztes Mal den ganzen Sand herauskratzen. Und die Biene retten wir mal hier. Jetzt bin ich die Biene Maya, aber naja, muss ja nicht sein. So. Kind happy, Hund ist nass. Okay, du läufst raus, du bist nass. Achtung, einmal Spielzeug. Abgewaschen und approved. Meine Kabelkiste unten habe ich durchgeguckt, die habe ich aufgeräumt. Da hinten mein Gameboy-Spiel? Nein, ich weiß es nicht. Irgendwann da tauchen sie auf und dann freue ich mir. Naja, so. Hier wird auch nicht mehr viel passieren jetzt. Wir werden noch ein bisschen was futtern. Mal gucken, was wir uns machen. Morgen geht's dann einkaufen wahrscheinlich. Nach Slowenien. Hier sind die Gemüsespiele definitiv nicht. Nein, da haben wir hier schon viel zu oft umgewälzt und nachgeguckt. Und gemacht und getan. Ente, Rapente und Gockelhahn.
Ich weiß es nicht. Naja, können Sie ändern. Na gut, ihr Lieben, hört mich später nochmal rein. Vielleicht habe ich sie dann gefunden. Wir haben jetzt so voll lange draußen gesetzt und ein bisschen gequatscht und geredet. Nächstes Jahr wird ja noch was verändert. Banane ist geil, sagt man. Ausgemacht. Ja, aber dazu bei Zeiten mehr. Ich habe die groben Pläne gemacht für nächste Woche. Oh, da ist er weg. Für nächste Woche. Falls der Führerschein nicht kommt, es juckt ja in den Finger. Da haben wir schon so ein bisschen hin und her klamaukst, was wir machen können. Aber naja, lasst euch überraschen. Ihr Lieben, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Morgen geht's nach Slowenien. Nehmen wir euch mit. Habt einen schönen Abend. Morgen mal. Tschüss.